So, auf geht's. War das zu kompliziert? Es ist eh heilig gesprochen. Wir brauchen den Impulsausgleich. Glaub mir, ich gehe nicht für den Impulsausgleich, aber ich freue mich über ihn, weil es wichtige Zeichen sind. Für mich zeigt Tim die Wahrheit. Täglich müssen wir die Zahl von 1500 ungefähr erreichen. Täglich müssen wir die Zahl von 1500 erreichen. Täglich müssen wir die Zahl hier unten von 1500 erreichen, täglich. Täglich, dann sind wir gut auf der Spur und sicher. Und dann haben wir auch Möglichkeiten, uns in weitere Kabelnetze in anderen Ländern zu kaufen. Und dann haben wir den Grundstock. Ich brauche hier einmal 1500. 56 sind zu wenig. 56 sind zu wenig. Ihr braucht es, nicht nur ich. Ich brauche es für euch, ich stehe nur stellvertretend. Ihr braucht es für euch. Jetzt geht's los. Okay. Aufzählt das Ding einfach hoch. Zählt es einfach hoch. Zählt es einfach hoch, dass mal der Abend finanziert ist. Dass ihr ihn finanziert. Hallo Waltraud, Göttin. Hallo Waltraud, erkennt mich schon? Ja. Die Göttin Nummer 10. Ja. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich wollte so, nur... Da habe ich halt das Ding davor gelegt. Regie, mach dann kurz die Maske raus, dass man das Bild sieht. Na. Ja. Ah, es hat jemand verrutscht. Ja, gar nicht. Vielen herzlichen Dank. Stellen Sie mal da hin. Also, das war ein wunderschönes Vergnügen. Und ich glaube, wir machen das einmal die Woche. Ja. Machen wir dann die Göttin der Woche. Ja, schön. Die Göttin in der Woche und ihr könnt euch dann auch darauf vorbereiten. Ne? Ja. Aber was mir noch lieber wäre, diese aufgeschriebenen Sachen, die können wir immer machen, ein Gedicht vorlesen oder so. Ja, ne? Ja. Dass wir dort wirklich einen spirituellen Kreis aufbauen. Ja. Und dann ihr das sprecht, was euch intuitiv kommt. Ja, ja. Dass es wirklich eine geistige, spirituelle Workstation ist und wenn wir eine schwierige Frage haben, kann ich dann auch sagen, und ich rufe kurz die Göttinnen in die Leitung und dann seid ihr in 3-4 Minuten durchgestellt, 1, 2, 3, 5, 7 da, was ist deine Frage oder wir treffen mal gemeinsam eine Entscheidung und das könnten wir auch rituell zu unserem telemedialen Ritual weiterhin mit einführen und wenn dann eine Frage ansteht, kann eine von euch oder der Zuschauer kann sagen, ich möchte die 12 Göttinnen herbeirufen. Das, was du sagst, Thomas, das glaube ich nicht. Weißt du, was das Hauptproblem ist? Nein. Ich habe ein Geheimnis, ich erzähle jetzt ein Geheimnis. Ja? Weißt du, ich habe zu ungefähr 10 Mitarbeiterinnen in der Vergangenheit eine nicht gelebte Liebesbeziehung. Und ich liebe sie von ganzem Herzen, jede Einzelne. Ne? Ja. Aber wir durften nie leben, weil sie gesagt haben, du bist der Chef, du bist der Boss, läuft nicht. Ja. Na, du wurdest als Boss degradiert, ne, anstatt erhöht. Aber egal, weißt du, was die machen? Nein. Die treffen sich jetzt miteinander und hocken zusammen und fragen sich, was macht der da? Wir verstehen ihn nicht. Sie kommen aber nicht auf die Idee, mich zu fragen. Ne? Aber sie sitzen zusammen und sagen, oh Mann, guck mal, wie die Umsätze zurückgehen. Jetzt geht er bald pleite. Was macht er da? Ich verstehe ihn nicht. Ne? Mhm. Und es liegt nur daran, meine Lieben, ihr seid selber schuld. Ihr habt die Liebe, die ihr für mich habt und die ich für euch habe, wir haben sie nicht gelebt.
weil wir es nicht gewagt haben. Aber alle, die ihr bei dem Treffen wart, ich liebe euch wie meine Töchter, wie meine Frau und wie meine Mutter. Mhm. Weil ihr alle drei, ja, danke. Alle sieben oder acht, wie ihr da zusammenkauert, mhm, euch eh nur aus Liebe zu mir getroffen habt, aber es euch nicht eingestehen wollt. Löst es voll auf. Es ist alles okay. Ich war hart zu euch, aber manchmal sind die Väter so. Manchmal sind die Väter so. Ja, ganz, ganz intensiv nicht gelebte Liebe. Ne? Wenn man es nicht darf, ne? Darf ich Ihnen, weil es sich nicht gehört. Darf ich was erzählen? Ja. Ja? Wenn es berührt, wenn es schee macht. Das hat mich sehr berührt heute Abend, was Sie jetzt gemacht haben mit Österreich. Und eine Göttin ist noch dazugekommen, ja, Gabriele hat sich dazugesellt. Ganz toll, ja. Die Göttinnen kommen zusammen. Hallo, ja, Gabriele. In diesem Moment, im gleichen Moment habe ich ein Herz kreiert. Stopp. Den Fernseher leise machen, ihr Göttinnen, sonst haben wir so viel Rückhalt. Ich habe aus Ton, ich töpfere, ja? Mhm. Ein Herz kreiert. In diesem Moment habe ich dieses Herz, was man hier sieht im Fernsehen, habe ich selbst kreiert. Und das ist so wunderbar, es berührt mich so. Es ist ganz toll. Und ich leide und ich leide mit Ihnen. Ich leide gar nicht, leide nicht mit mir. Nee, nee. Schluss mit dem Leid. Nein, irgendwas ist passiert, ich habe einen ganz furchtbaren Rückhall. Für diese Idee und für das Ganze. Mhm. Will ich mit leben und mit kämpfen. Leiden ist verkehrt. Wir kämpfen nicht mehr, wir lieben, okay? Ja. Schluss mit dem Kämpfen, sondern wir lieben offenen Herzens, ja, und handeln, ja, aus Liebe und wir müssen nicht mehr kämpfen. Der, nein, Kampf ist vorbei. Ja. Ich kämpfe auch nicht mehr für euch. Ja. Ich liebe euch alle und ich höre auch nicht auf zu lieben, was ich liebe. Ja, ich auch. Jetzt habe ich gerade schon wieder mit den Händen geschafft. Ich bin schon wieder gehemmt wegen, ja, diesem Arschloch von Journalisten, der, ja, gemeint hat, man könnte interpretieren. Jetzt bin ich schon meiner Bewegungsfreiheit. Wenn die Hand mal ein bisschen höher kommt, es könnte ein Hitlergruß sein. Es kotzt mich total an. Na? Ja, weil es sofort interpretiert wird. Ich bin frei, ich kann meine Hände halten, wie ich will. Fertig. Jawohl, wir sind frei. Und ich habe mit Adolf nichts am Hut. Ne? Außer, dass ich so gejagt bin, wie der damals die Juden gejagt hat. Ne? Mit den scheiß Pressekampagnen und allem, was um mich rum ist. Ne? Und mit diesen wirtschaftlichen Abschneidtechniken, die um uns rum passieren. Ne? Das Einzige, was ich damit gemeinsam habe, ich bin gegen Gewalt. Und wenn ich so mache, dann ist es was Spirituelles und kein Hitlergruß. Ne? Voll. So, ist kein Hitlergruß, auch so nein, nicht. Habe ich nichts damit zu tun. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Gut. Ja. Ja, sehr schön. Ich will damit niemand provozieren und niemand ärgern. Und ich will mir da auch nichts mehr interpretieren lassen und anhängen. Ich schaffe mit eine neue Kultur, die sowieso kommt. Und ich habe eine große Verantwortung, eine ehrenvolle Aufgabe, auf die ich stolz bin. Ja, genau. Ne? Und das ist gut so. Und alle, die ihr gerade noch denkt, das ist ein Scheiß, ich baue die Insel, auf der ihr euch später ausruhen könnt und eure Kinder. Mit euch natürlich. Ja, genau. Wir bauen die, wir. Ich hatte nur die Idee, ihr baut sie. Eigentlich, wenn ich die Idee habe, ist eigentlich genug, der Rest könntet ihr machen. Ne? Schön, dass du mitkämpfst. Ja, okay. Mitliebst, ich will träges Bewusstsein. Ach, wir kämpfen friedlich. Ja. Wir beten dafür, dass die Krieger des Lichts. Ja, also friedlich über die Bühne gehen. Ja. Ja. Ja, das haben wir sichergestellt. Alles Liebe und Licht und Liebe. Ja, und dir auch. Gell? Tschüss, Waltraud. Tschüss. Ist noch jemand in der Leitung? Ja, ich hatte eigentlich auch ein Gespräch mit dir gehofft. Gabriele. Ja, genau. Die Gabriele, die gerne Gabi genannt werden möchte. Ah, gerne Gabi. Okay. Ich habe gerade mit einer Schluss gemacht. Gibt es wieder Platz für eine neue? Übel. Thomas, ich möchte gerne Folgendes sagen. Schon mal, ich beobachte deine Sendung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich ein Fan von dir bin.
Ich möchte eher sagen... Ich will nur positive Kritik heute. Ich will nur positive Kritik. Thomas, langsam. Gibt's positive Kritik? Willst du meckern oder was? Ich brauche heute Verstärkung. Ich bin heute schon, ich habe mir so viel Scheiße angehört. Gib mir nur gutes Zeug. Dann bekommst du Verstärkung. Wenn du das allerdings jetzt kaputt redest, dann bekommst du nur noch die Flaute, die bleibt. Was? Das hört sich gut an. Okay, schau mal. Ich beobachte deinen Sender, seitdem du eigentlich mit dieser Idee da reingekommen bist. Ich habe vorher schon geguckt. Und zahlst du jeden Tag deine Gebühren? Ach Thomas, wenn du wüsstest, ich habe dich schon dreimal versucht zu erreichen. Und zahlst du jeden Tag deine Gebühren fürs Gucken? Zahlst du deine Gebühren? Thomas, ich bezahle nicht nur meine Gebühren, ich gehe darüber hinaus und mache noch viel mehr. Super. Okay? Also du gehst auf die Bank, du bist registriert, voll dabei. Aber natürlich, ich bezahle sogar für den Livestream, weil ich dich nicht übers Fernsehen bekomme. Das Livestream ist ab sofort frei. Wir haben die Internetseite geschlossen und wenn man jetzt www.kanaltelemedial.de eingibt, dann kommt man direkt auf den Stream. Seit zwei Tagen läuft es wieder. Die Seite wurde gehackt. Wir betreiben keine Internetseite mehr. Und wir betreiben keine Internetseite mehr. Wir werden auch keine mehr betreiben. Unter telemedial.de oder telemedial.at könnt ihr jetzt einfach anklicken und gleich ist die Sendung da. Da alle über uns schreiben, brauchen wir es ja selber nicht mehr tun. Und wir werden dann im Außen die Sachen richtig stellen. So. Und jetzt muss das wieder, ich habe hier Rückhall und Geräusche drin, Regie. Es ist furchtbar. Bei euch auch? Na, also, diese Qualität geht nicht. Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ich musste dich kurz abdrehen, weil du musst denken, ich spreche nicht nur für dich. Ich habe auch noch ein paar tausend andere Zuschauer, die auch das Recht haben, das zu wissen. So, aber jetzt, was bringst du an Bereicherung für uns mit? Also, ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ich beobachte deine Sendung, habe deine Höhen und Tiefen miterlebt, beinahe täglich, habe deinen Zusammenbruch miterlebt und habe deine Energie, die du jetzt gerade hast. Was für ein Zusammenbruch? Ich sag mal so, ich hatte teilweise den Eindruck, als wenn du wirklich daran zweifelst, dass es noch normale Menschen gibt. Ja, aber was für ein Zusammenbruch war da? Man hat es dir angesehen, verstehst du? Du hast einfach den schlippende Gang, der da gewesen ist, dieses K.O., du hast es ausgestrahlt, glaub es mir. Das habe nicht nur ich gesehen. Bewusstseinsraum, das Wahrnehmungsgeschwätz. Ich weiß ja, was ist, aber ich lasse es mal so stehen. Jetzt bring deinen Vorschlag. Ich habe keinen Vorschlag. Was ich sagen möchte, ist, dass ich im Internet aktiv für dich tätig bin. Will ich nicht. Du kannst es nicht. Aufklärungsunterricht, im wahrsten Sinne. Kein Übereifer, lass es. Nein, glaub es mir, wenn ich dir das vorlese, wird es dir gefallen. Es entspricht deinen Worten, denke ich mir. Kann ich mir nicht vorstellen. Willst du das jetzt vorlesen, oder? Wenn du interessiert bist, ja. Wenn nicht, kann ich es auch lassen. Also ich möchte generell, ich gehe mal davon aus, natürlich... es gibt so viel falsch verstandene Meinungsmache. Es gibt politische Meinungsmache und hin und her. Also, Sekunde, ich frage mal nach. Was ist deine Intention? Ich habe eine Internetseite entdeckt. Was ist deine Intention des Anrufes? Ich möchte gerne Verstärkung schaffen. Ich möchte gerne Einsicht schaffen. Ich möchte gerne, dass die Leute davon abgehen, sich gegen etwas zu wehren, was neu ist, was aber unbedingt gebraucht wird. Gut, leg los. Viel geredet um die einfachste Sache der Welt mit dem Fragezeichen Brisant. Ich denke mir, was Herr Hornauer umsetzen möchte, ist mit einfachen Worten zu beschreiben. Er will von der Oberflächlichkeit und der Ignoranz weg. Er will, dass den Menschen klar wird, was es heißt, menschlich zu sein. Was könnten wir erreichen, wenn wir uns gemeinsam gegenseitig stärken und schützen? Wir aber schlagen die Schutzlosen, führen Kriege und fühlen uns dadurch stark. Er will anregen, sich in Situationen hineinzuversetzen können,
dem Gegenüber zu erkennen, was ihn bewegt und nicht das, was er nach außen zeigt. Leben ohne Maske, die viel zu viele nach außen tragen. Den Kern zu sehen und zu erkennen, darauf kommt es ihm an. Er will die Dinge beim Namen nennen dürfen, und zwar so, wie sie nun mal sind, ohne dass man die Augen verschließt, was gerade nicht so passt. Er will, dass die Menschen ihr Bewusstsein wieder erlangen, sich selbst leben und ihr Umfeld wieder bewusst wahrnehmen und leben. Ja. Er zeigt das Wesentliche sehr krass, weil er es sich nicht verstecken will und es eigentlich auch gar nicht braucht. Ja. Er sagt, was viele denken, aber sich keiner traut. Er ist inspiriert und lebt uns vor, was wir uns nicht trauen. Tausende beneiden ihn darum. Leider wiederholt er sich zu selten. Versklavte Gehirne, wir sind die Sklaven der Gesellschaft. Alles hat eine bestimmte Norm. Für ihn eben nicht. Er ist individuell. Das ist der Einzelne nun mal in sich. Auch wenn alles allzu gern ignoriert wird. Jeder hat Fähigkeiten, die tief begraben wurden, schön an der Leine geführt. Haben die meisten nicht die Kraft, sich davon jetzt zu lösen und sich selbst zu lenken. Das nennt man dann Erziehung. Ja. Man will ja kein Außenseiter sein. Er will uns das ins Bewusstsein rufen. Spirituell, da kann man vieles darin sehen. Ich denke mir das ganz einfach. Jeder Mensch hat Gefühle, seine Intuition. Bei einigen sind diese Intuitionen sehr stark ausgeprägt und stimmig. Dazu hat dieser Mensch noch die Eigenschaften, bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten gut zu erkennen. Wenn er nun noch gut kombinieren kann, ist er dem Gegenüber schon eine Hilfe. Eine Hilfe zu erkennen, was real, wesentlich oder wahrscheinlich ist. Aber auch das Gegenseitige wird dadurch viel früher erkannt. Moment, ich muss mal eben ganz schnell. Ja. Sorry. Lebensschule. Wir sind nicht alle auf demselben Stand des Wissens. Vergesst das nicht. Dass die Menschen sehr unterschiedlich aufwachsen und sich dadurch viele Defizite eingeschlichen haben. In vielen, vielen Jahren. Wir haben unserem Gegenüber aus den Augen verloren und immer mehr sind unsere Kinder, die darunter zu leiden haben. Telemediale Freunde wollen alle Betrachtungsweisen eines Themas analysieren, verdeutlichen und bewusst werden lassen. So können Lösungen für viele gefunden werden. Oft ist es vielleicht nur Hoffnung, die wir da machen, beziehungsweise die da ausgelöst wird. Aber eine Hoffnung, die Kraft für den nächsten Tag gibt, den es zu bewältigen und zu überleben gilt. Diese Art der aktiven Teilnahme verbindet Menschen wieder. Auch oder gerade die Älteren haben ein Recht, gehört zu werden. Aber unsere Zeit hat keine Zeit. All das wäre nicht notwendig, wenn es mehr Erkenntnisse darüber geben würde, wie gleichgültig wir dem Gegenüber empfinden und denken. Wenn es jedem wirklich bewusst wäre, wäre unsere Welt nicht kurz vor dem Exitus. Ein Mensch, der sich aufgegeben hat, ist ein toter Mensch. Er ist leer, ohne Hoffnung auf ein sinnvolles Morgen. Telemedial berät sehr vielschichtig. Es regt zum Nachdenken an. Es ist das, was viele nicht wollen, weil es ihre Position schwächen könnte. Ein leerer Mensch, der an der Oberfläche lebt, ist nicht offen für das, was verletzen könnte. Die Wahrheit tut manchmal weh, weil sie aufdeckt, weil man es selber nie wahrhaben wollte. Erkenntnisse tun auch mal weh, bevor sie uns weiterbringen. Man sollte mal versuchsweise sich auf alles einlassen wollen. Nicht jeder toleriert, wie es geschaffen wurde, dieses Mehrwertfernsehen und das, was sich nun da zeigt. Nicht jeder liebt die GEZ-Gebühren. Beides ist aber notwendig, um existieren zu können. Recht muss Recht bleiben. Sehr viele geben ihm Recht, weil er Recht hat, in dem, was er da versucht. Sie begreifen, worum es wirklich geht. Sie wollen endlich auch gehört werden. Wir zahlen wirklich für alles, für Steuern und davon noch viel zu viele. Wenn wir besser kommunizieren könnten, wäre in der Vergangenheit sehr vieles besser gelaufen. Und unsere Welt wäre nicht so gefühllos und kalt und berechnend. Auch Thomas Hornbauer hätte dann nicht nötig. Thomas G. Hornbauer, nicht Hornbauer, bitte. Der Name sollte schon richtig sein, als liebe Expertin über mich.
Nein, ich will keine Expertin sein, ganz bestimmt nicht. Ich wollte eigentlich nur rausanalysieren, was viele Menschen nicht sehen können, wollen. Mhm. Ich hoffe, das ist mir annähernd gelungen. Ja, mach voll fertig. Will ich nicht. Auch Thomas Hornauer hätte dann es nicht nötig, sich so zu verkaufen oder wie auf vergangene Art und Weisen sich ein solches Portal zu erschaffen für uns. Er ist der Letzte, nein, es ist zu guter Letzt ein Mensch mit sehr vielen Fähigkeiten, die man ihm nun mal nicht absprechen kann. Fähigkeiten, die man nicht in der Schule erlernt, sondern die einen das Leben lernt. Unbestritten hat er die Gabe, die nicht jeder hat, nämlich damit richtig einhergehen zu können. Er hat einen hellen Kopf für das Jetzt und das, was gerade zu erklären ist. Es waren schon immer Dinge, die ihm bewusst wurden, die er dann auch zu seinem Vorteil zu nutzen gewusst hat. Wer würde mit seinen Fähigkeiten nicht das Beste für sich herausholen wollen? Dinge, die vielen durchaus bewusst sind, aber zu viele, die zu feige sind, es umzusetzen. Oder aber man arbeitet mit Ignoranz, zum Teil ein bewusstes zur Seite schieben, damit es nicht gehört oder einfach übersehen wird. Hinsehen, mithören, einfühlen. Das könnte man durchaus erreichen, wenn man sich nur öffnen würde für neue, für andere Wege ins bewusste Sein. Eben nicht nur nach Vorgaben leben. Das tut man nicht, das macht man nicht, das darf man nicht, das darfst du doch nicht einfach machen oder einfach, das geht doch nicht. Wenn wir jetzt nicht etwas ändern an dieser Norm, zahlen wir alle denselben Preis dafür. Ob der Weg des Thomas Hornauer nun der richtige ist, würde man dann ja sehen. Wenn er nur eine wirkliche Chance bekäme, sich und sich nicht so viele dadurch gestört fühlen würden mit dem, was er sagt oder tut. Aber es wird immer erst geschossen und dann geredet. Erst vernichten, dann überlegen. Jeder, der nur den Mut hat, kann sich nun öffentlich kundtun, direkt im Studio. Wer heißt es denn nun, der die berühmte A-Karte hat? Erst überlegen und dann antworten. Das war's. Ja, also da kann ich erstmal nur sagen, vielen, vielen Dank. Du hast wirklich die Sache sehr gut beobachtet. Und an ein paar Punkten gehe ich nicht mit, aber du hast schon sehr gut meine Intention mitgekriegt. Also mich so vom Gefühl her sagen, zu 80-90% in den wesentlichen Grundlagen ist es mir noch nicht gefestigt genug. Ich kann es aber jetzt aufgrund des langen Vortrags schaffe ich es nicht, noch besser zu erden. Ein paar Punkte hätte ich da gern noch nachkorrigiert, aber dieses wundervolle Werk, welches du da geschaffen hast, weil du dich mit der Sache auseinandergesetzt hast, so ungefähr könnte auch wirklich mal ein Zeitungsartikel über uns klingen, ne? Das ist immer noch, es ist zwar ziemlich pro, aber man darf auch mal eine neue Sache auch positiv anheben. Denn gerade in den Kinderschuhen, da tut es gut, wenn man ein bisschen hochgehätschelt wird. Ne? Ich danke dir sehr für diese... Thomas, ich werde in dieser Weise im Internet für dich vertreten sein, unter der Rubrik... Okay, du hast Post von mir, frag bei Telemedial nach, okay? Bitte? Ich sag, du hast Post von mir, frag bei Telemedial nach. Ich bin bei Telemedial. Nein, ich meine jetzt bei gewissen Herren, die da für die Organisation auch zuständig sind. Gibt's niemand? Herr Braun zum Beispiel. Der Herr Braun? Habe ich keinen. Wie? Herr Braun, Herr Fischer? Macht ihr das jetzt gar nicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Fischer habe ich einen, aber das ist... Genau, ja. Da liegt meine Post. Da und ich Herr Braun, welcher Braun, wie heißt der weiter oder woher? Ich habe keinen Herr Braun. Dann geht es ja ganz, wird es abgezapft oder was? Ich habe keinen Herr Braun bei mir. Nein, das ist von Service... Fischer. Ja, genau. Ja.
Fischer Telekomie und so weiter. Hm. Und wenn das da falsch ist, tut mir das leid, weil ja, also doch, das ist Partnerfirma. Ist Partnerfirma, weißt du? Aber das geht sehr weit ums Eck. Also habe ich eine Möglichkeit, das direkt an dich zu senden, damit du das in die Hand bekommst. Ich Orange denke, Table. Das ist mit Sicherheit interessant. www.orangetable. Das sind die E-Mails, dann kommst du direkt hierher. Dann können es die Mitarbeiter mir gleich geben. Die? Ja, blendet mal die Maske ein für die Dame. Inhaltlich hat sie schon einigermaßen genau hingeguckt, aber sie kennt nicht die Maske. Norman, mach jetzt die Maske rein von Orange Table. Also ich habe nur die Anrufe, da diesen Energieausgleich, den ich zurzeit sehe. Wie gesagt, ich gucke ja den Livestream. Bitte? Ich sage, ich schaue den Livestream. Ich habe noch keine Veränderung in der Maske. Ja, ich warte auch. Ich muss jetzt Sebastian sagen, mein Mitarbeiter, die Orange Table Maske bitte. Einfach die Maske, wo Orange Table at b2cb2c.tv. Da schickst du es hin. Mhm. Unsere Internet. Ja, jetzt kommt es vielleicht. Ja, wenn nicht, gucke ich einfach nochmal nach. Ich denke mal, irgendwo steht in diesem Balken, ja noch der ist leer. Mein Gott. Heute haben wir wieder Peiten, Pech und Pangen. Ja. Kein Problem, ich bin da sehr flexibel. Also, du hast es ja gehört. Das muss noch genauer. Ich muss an eine... Thomas, das war das Erste, was ich reingesetzt habe. Es ist noch ein Folgeschreiben gefolgt. Aber es hier, wäre guck, zu Orange viel, Table, das rüberzubringen. Orange Table, wow, da kleppert es aber. Orange Table at b2c.tv. Orange Table at b2c.tv. Okay, ich denke mal, ich werde dich über diesen Weg dann so ein bisschen informieren, okay? Über was? Ich werde dich dann über diese E-Mail-Adresse, über diese Entwicklung, die ich da angestrebt habe, informieren und auch dich ein bisschen genauer informieren. Über welche Entwicklung? Diese Seite hat eine Anfrage. Wie steht ihr dazu? Also es gibt schon 6 Foren und wenn Foren sich aufmachen um meine Person, mag ich es nicht, wenn das nicht ganz klar abgestimmt ist, diese Eigenermächtigung, sich über mich zu stellen. Jeder, der über mir, über mich, über die telemediale Idee redet, kann nicht in meinem Sinne handeln. Weil wenn er über mir ist und über mich spricht, ist er schon über mir. Und ich bin der Gründer und Erfinder und über mir hat dann niemand verloren. Deswegen nur in Abstimmung mit mir. Und deswegen jede gut gemeinte Idee in Foren, wo man über mich spricht, jeder, der meint, er unterstützt mich, wenn er ein Forum schafft, wo man über mir sprechen kann, schadet dieser Idee. Schadet dieser Idee. Versteht das? Das ist eigenmächtiges, unabstimmiges Gehandeln. Das kann, okay, ich kann es nicht verbieten. Ich kann nur sagen, jeder, wo man über mich oder über die Idee spricht, ist falsch gepolt. Es ist ein Hochmut oder ein unerkannter Hochmut. Denn das Faktische ist, ich bin ich und über mich spricht man nicht. Wer über mich spricht, degradiert mich und die telemediale Idee und ist anmaßend. Dass es viele tun, ist okay, wer meint, aber nicht unter dem Vorwand zu meinen, man unterstützt mich damit, man schwächt das System. Nur in absoluter Abstimmung. Thomas, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, aber da musst du die Möglichkeit schaffen, dass man sich gut abstimmen kann. Du redest zu. So sollte man auch nicht mit mir reden. Entschuldige bitte, aber ich habe keine Möglichkeit, an dich ranzukommen.
Ja, wenn du jetzt deine Blockade auflegst, löst und realisierst, dass du schon bereits mit mir redest und direkt mit mir per Gucken reden kannst, kannst du nicht gleichzeitig sagen, dass du keine Chance hast, an mich ranzukommen. Dabei bist du schon da. Bisher hatte ich die Chance nicht. Sorry, korrigiere mich. Die hast du jede Sekunde, jeden Abend gehabt. Na? Wie oft sitze ich da und warte 5 bis 10 Minuten auf einen Anruf? Nee, komm in die Realität. Auch noch alles Cyberspace. Ich bin nicht durchgekommen, trotzdem bin ich dran geblieben. Ja, du siehst doch, wenn ich frei bin. Man sieht es doch, wenn ich frei bin. Oder wenn ich spreche. Thomas, ist für mich ganz einfach. Wenn du sagst, da sage ich in erster Linie erstmal Nein zu, dann richte ich mich danach. Und dann werde ich das jetzt einstellen und beobachte das einfach weiter. Also, die Beobachtung ist deine freie Wahl. Die Beobachtung, die Studie kostet 150 Euro, die telemediale Idee zu studieren. Du lernst dadurch auch viel. Ich freue mich, dass du die Idee so aufnimmst. Und du weißt auch, dass du das 100-fache davon zurückkommen bekommen wirst. Und es ist wichtig, dass du nicht denkst, dass du mit diesem Werk dich dann nicht damit, dass du dann nicht sagst, du tust auch den materiellen Energieausgleich speziell. Den Energieausgleich für die Bereitstellung ist existenziell wichtig, dass jeder, auch gerade die aktiv mitwirken, dass da ist wichtig, dass jeder für die Bereitstellung dieser Reichweite und dieses Programms da dabei ist. Die gehört mindestens dazu. Und wenn du die telemediale Idee von Anfang an mitstudierst, ist das eine Studie. Das ist die telemediale Lebensschule. Die gibt es zum Schnäppchenpreis für 150 Euro im Monat. Aber die, bitte, zahl sie. Thomas, ich mache bei deinem Energieausgleich mit. Es ist nicht meiner. Guck mal, wenn es meiner ist, dann könnte ich sagen, die sind mir und ich lasse mir die rauszahlen, dann ist meins. Die Idee ist für euch und du deplatzierst die Idee. Und du hast es zwar schon relativ gut verstanden, aber du bist noch bei weitem nicht in der Lage, die Idee zu verkörpern. Aber so wie es geschrieben ist, wäre es ein wunderschöner Zeitungsbericht. Wenn das, was du vorgelesen hast, wenn ungefähr so schon mal über uns in der Zeitung geschrieben würde, wäre ich schon sehr happy. Und von daher sehe ich es sehr schön und positiv. Und es ist schon eine klasse Zusammenfassung, aber sie ist noch weit weg von der Kernqualität. Und ich höre mir gern so ein paar Wochen die Veredelung an, wenn du Lust hast. Und ich freue mich, wenn du mir es dann auch hier wieder und er vorliest, damit man die Schritte sieht, wie du der Dimension näher kommst. Hast du Lust? Ich werde am Ball bleiben. Schön, ich freue mich. Ich danke dir. Alles Liebe für dich. Ich für dich auch. Okay. Schönes Engagement. Danke. Was sagst du? War da noch jemand in der Leitung, glaube ich. Ist noch jemand da? Noch jetzt nicht mehr. Ich bin halt immer noch gereizt. Ich habe immer noch so ein gereiztes, aber es liegt wohl am Vollmond, ne? Was bringt der Vollmond selber so mit sich, außer dieses Zeittor? Hast du da speziell was? Bringt schon ganz, ganz viel Energie und damit auch Spannung. Also ja. Und Ladung auch. Ja. Sind Sie neu gezuschaltet und sagen, was heißt TIM 69? Kanal Telemedial finanziert sich selber. Unter diesen Rufnummern kann man mitmachen. Heute sind wir sehr schwach. Die letzten Tage sind wir schon mal bis 300 gekommen. Wir sollten mal langsam, aber zügig auf 1500 kommen. Kanal Telemedial strahlt europaweit aus. Und manche sind bestimmt schon sehr belastet, weil sie schon oft mitgemacht haben. Ich danke dafür. Und was war jetzt für ein Knacks wieder? Hallo, Regie? Da hat wieder irgendwas geknackst. Hat auch den Knacksen gehört? Hier ist richtig was los. Das ist wie wenn, hier ist was los auf den Leitungen. Ne?
Mhm. Und da macht keiner was, alle haben die Finger still. Mhm. Und puff. Ja, so, das war die Regie. Er war da. Warum macht ihr die Namen nicht mehr rein wie gewohnt? Warum habt ihr immer noch, obwohl ich gesagt habe, diesen riesen breiten roten Balken? Und vielleicht könnt ihr irgendwas machen, dass für die Zuschauer, oder Zuschauer ist auch, Zuschauer, wir müssen die Zuschauer neu umtaufen. Wir nennen sie ja telemedialen Freunde. Die noch nicht Aufschauer, die wollen was wachsen sehen. Und vielleicht macht ihr den Tim irgendwie an die Seite. Und so wie die Skala zeigt, macht ihr auch so ein Thermometer hoch. Ha? Macht ihr das bis morgen? So. Ich kann deine Antworten nicht leiden. Hey. Weil die mich ankotzen, deine Antworten. Total. Du sollst mir nicht die Probleme sagen, die du beim Lösen hast, sondern sag einfach, ich mach's und ich schaff das Problem ab, weißt du? Wenn du mir das Problem immer zurücksagst, nimmst du mir die Motivation, hier zu sitzen. Ich habe Mitarbeiter, wo ich will, ich lese das für dich, Chef. Okay, mach ich. Und wenn du mir es, genau, ich lese das irgendwie, quäl andere Kollegen und fordere sie ein oder hol das irgendwie und sag, ich krieg das hin. Ich schaffe das. Und so, ich schaffe das. Und nenn mir nicht immer, wenn ich einen Wunsch habe, die Problemliste. Das zieht mich runter. Hm. Warte mal. Irgendwann, wenn du bei mir richtig Karriere hast, wenn wir groß sind, ne, dann schmuggle ich mich als Mitarbeiter unter dir ein und dann zahle ich dir alles heim. Dann schmuggle ich mich ein. Dann kriegst du es zurück. Dann mache ich Vergeltung.